Ja, hallo, ich bin der André. Ich bin sozusagen der Veranstaltungsmeister hier, bin zuständig für die Sicherheit der Bühne und für den Aufbau, alles was mit der Bühne zu tun hat, Licht, Video, Backline, Ton, so dass ihr uns quasi versteht und seht, und dafür bin ich zuständig. Also wir haben hier ungefähr ca. 80 Moving Lights mit einer Lichtleistung von, das ist schwierig zu sagen, heutzutage hat man viel LED-Technik, aber so ungefähr 500 Ampere Lichtleistung haben wir hier. Das ist so viel wie ungefähr 30 Einfamilienhäusern plus den Ton, der dann auch nochmal ungefähr 130 Ampere hat. Damit kann man 20.000 Leute sehr, sehr gut beschallen. Also wir sind hier aufgeteilt in 4 Tonleute und 5 Lichtleute. Es sieht so aus, dass die Lichtleute zum Beispiel aus einem FOH-Mann bestehen, der das Licht quasi einstellt. Es gibt einer, der hier hinten sitzt und guckt, dass alles an ist und dass alles funktioniert. Dann gibt es einen Rigger, der quasi im Dach rumklettert und die Punkte ersetzt, dass die ungefähr, ich schätze mal, 10 Tonnen Material, was da jetzt im Dach drin hängen, sicher hängen. Dann gibt es die Tonleute, den Monitormann, den FOH-Mann, der den Sound vor der Bühne macht, den Monitormann, der für die Bands den Sound macht. Meine Aufgabe ist eigentlich während der Show zu gucken, dass wir pünktlich anfangen, dass hier alles sicher ist. Wir haben auch noch Pyrotechnik hier. Dieses Jahr sehr viel. Da gilt es natürlich mit der Feuerwehr abzustimmen. Wann muss die Feuerwehr da sein? Welche Sicherheitsbestimmungen haben wir? Wie hoch dürfen wir schießen? Zum Beispiel Höhenfeuerwerk. Das gilt alles abzuklären natürlich im Vorhinein. Die Familie kommt zusammen, die Legende lebt. Wir sind ein Teil des Ganzen, solange der Plan ist. Ich möchte mich auf jeden Fall bei der besten Crew der Welt bedanken. Die Jungs, die sind auch schon teilweise seit 8 Jahren dabei, sind alles eigentlich Freunde, wir sind eine Gemeinschaft und wir gehen hier zusammen rein und gehen auch wieder zusammen raus, und deswegen danke an alle.